So, hier ist die wunderschöne Sonnenmixtur. Die besteht aus einer Terzmixtur im Pedal mit einer Zunge. Und das klingt dann so. Oh. Also gut. Zum Beispiel im Oberwerk, das ist hier das zweite Manual, hier könnt ihr Dena, Prinzipal, Oktave und Scharf da hinten dazu nehmen. Und dann haben wir hier vielleicht. Sehr schön von den Klängen her ist die wundervolle Ondamaris. Die ist noch original von dem ursprünglichen Orgelbauer Eugenio Casparini. Die ist also original noch von Casparini. Und wenn man das hier zusammennimmt mit dem wunderschönen Grobgedakt, ja, wir befinden uns hier im zweiten Manual, dann klingt das unglaublich schön. Also dann schwebt das so richtig schön. Ohne das Grobgedakt schwebt das gar nicht. Das ist wirklich, wirklich schön. Dann haben wir eine Quinta Dena 16 und eine Quinta Dena 8. Und sehr hübsch ist auch im Hauptwerk die Hohlflöte. Thank you.